So, weiter geht's mit unserem Automobil. Wir wollen doch mal schauen, ob wir mit dem Playground hier auch etwas Gescheites anfangen können. Also, wir haben eine Klasse Automobil. Wir haben drei Properties: Speed, Throttle und Gear. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass wir in unserer angedachten Spielesimulation irgendwann von außen hergehen und sagen, K1 Punkt Speed gleich 105 km/h oder irgendwie sowas, sondern wir wollen, dass es Methoden gibt, wie zum Beispiel mehr Gas und weniger Gas, nächster Gang und vorheriger Gang. Und je nachdem, in welchem Gang ich bin und wie viel Gas ich habe, fährt unser Auto eben mehr oder weniger schnell. Und wenn wir die Berechnung möglichst einfach halten, ist es vielleicht schon kein Automobil mehr oder sondern ein Spaceship, weil es eben wahnsinnig astronomische Geschwindigkeiten erreichen wird. Aber es geht ja hier ums Prinzip und nicht um jetzt wirklich die physikalischen Zusammenhänge. Also lasst uns doch mal überlegen. Was habe ich gesagt? Wir bräuchten so etwas wie eine Methode, um die Geschwindigkeit zu verändern, also mehr oder weniger Gas zu geben. Da würde sich doch so etwas anbieten wie eine Methode, die da heißt Increase Throttle. Ja, wir wollen mehr Gas geben. Da würde sich anbieten eine Methode Decrease Throttle. Fahrer nimmt einfach den Fuß vom Gas. Wir verzichten mal auf eine Bremse. Und dann hätten wir so etwas wie Next Gear. Wir wollen also einen Gang raufschalten. Und so etwas wie ein Previous Gear. Wir wollen einen Gang herunterschalten. Da haben wir doch schon mal einen schönen Rahmen von sogenannten Methoden gemacht. Wie sieht das denn aus? Jetzt wollen wir das im Detail beschreiben. Es gibt ein neues Schlüsselwort, Func. Ja, klingt wie Function. Bleiben wir von mir aus bei Function. Wenn's, und ich sag's nochmal, aber innerhalb einer Methode, einer Klasse ist, reden wir eigentlich eher von einer Methode. Aber was soll dieses akademische Geschwafel. Also, wir haben hier eine Methode und sie hat einen Namen, Increase Throttle zum Beispiel. Und dann haben wir hier Klammer auf, Klammer zu. Das haben wir schon mal gesehen, wenn ihr euch erinnert, bei unserer Action mit dem Button, ne? IB Action, es werde Licht, Touch-up in Zeit oder wie auch immer das hieß. Da hatte ich dann von einem Argument namens Sender vom Typ UI-Button gesprochen. Ja, so böse war ich. Und das war eben alles zwischen diesen Klammern. Hier haben wir jetzt noch kein Argument, deshalb lassen wir mal das auch alles raus. Aber damit die Funktion oder die Methode komplett deklariert ist und gültig ist und wir keinen Compilerfehler haben, habe ich eben hier zu schreiben Klammer auf, Klammer zu und dann eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu und dazwischen können wir den Code schreiben, der eben ausgeführt werden soll, wenn diese Methode aufgerufen wird. So einfach ist das. So, was wollen wir denn machen? Wir wollen bei Increase Throttle immer den Wert um 1 erhöhen. Beispielsweise, ja, machen wir es erstmal so. Limits und so weiter können wir uns ja später mal setzen. Einfach, ne, in der Kürze liegt die Würze. Wenn ich also von außen im Spielsimulator irgendwann aufrufen würde, Auto 1, bitte increase throttle und simuliere damit den Druck auf ein Gaspedal, würde intern in der Instanz der Klasse Automobil, die da K1 heißt, eben die Throttle um 1 erhöht werden müssen. Throttle gleich Throttle plus 1 hatten wir ja in unserem Variablenvideo. Na, dann wollen wir hergehen. Was passiert denn wohl, wenn ich Decrease habe? Also, wenn ich vermindern will, dann ist Throttle gleich Throttle minus 1. Dann gehen wir wieder einen Wert zurück. Und wer hätte das gedacht, wenn ich einen Gang hochschalten will, dann ist das Gang gleich Gang plus 1. Und wenn ich einen Gang zurückschalte, Leute, das ist der Hammer, dann ist das gleich Gang minus 1 eben in der gewissen Kurzschreibweise, die wir hier haben.
So, jetzt ändere ich also Werte. Und dann ist doch schon die Frage, wer berechnet denn jetzt die Speed? Und jetzt können wir es erstmal, ich sage, dumm machen, damit wir es Stück für Stück besser machen können und ihr auch nach und nach seht, wie super sexy Swift ist. Da aber auch ich mich so langsam dran gewöhne, kurze Videos zu machen, die ihr euch so als Quickie in der Pause reinziehen könnt, mache ich hier in dem Video schon Schluss und wir sehen uns im nächsten mit voller Spannung und Energie wieder.